Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Automation XBMNG Projekt. Ja, wir haben heute eine kleine schöne Aufgabe wieder bekommen. Und zwar ist meine Aufgabe heute, ein Supercar zu bauen mit 1000 PS, also mindestens 1000 PS und einer kleinen, ich sag mal, speziellen Anforderung nochmal für einen Supercar. Und zwar sollen wir nämlich nur Frontantrieb benutzen. Sprich, nicht wie normalerweise bei einem Supercar Allrad- oder Heckantrieb, Frontantrieb. Ja, das könnte ganz lustig werden. Ich habe schon ein bisschen rum experimentiert. Es ist möglich. Ob es mir heute gelingt, ist eine andere Frage. Aber schauen wir mal. Wir nehmen hier auf jeden Fall dieses Supercar-Body hier. Ich denke mal, das passt ganz gut. Und damit kann man einen Frontmotor einbauen. So, ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie ich vorgehen möchte. Und zwar möchte ich mich an sich so ein bisschen an einen Bugatti Veyron anlehnen. Sprich, schwer, viel Leistung. Und ja, das sind eigentlich die beiden Voraussetzungen. Nur eben in unserem Fall mit Allrad. Die Sache ist natürlich, ein Bugatti Veyron hat einen Carbon-Monocoque. Da habe ich aber ein bisschen rumexperimentiert. Wenn wir einen Carbon-Monocoque nehmen würden, würde das Auto viel zu leicht werden. Ja, viel zu leicht, nicht viel zu schwer. Viel zu leicht. Und wir brauchen ein bisschen Gewicht, damit wir die Leistung ein bisschen auf die Straße bekommen können. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich Aluminium für die fürs Panel Material nehmen und beim Chassis-Typ ein Semi-Space Frame, auch aus Aluminium. Das ist dann noch einigermaßen leicht, aber wir landen eben am Ende nicht bei 1,4 Tonnen oder so, sondern hoffentlich bei 1,8 Tonnen. Weil, wie gesagt, das Gewicht werden wir gebrauchen. So, natürlich Frontmotor. Wir nehmen Fronttransvers, würde ich sagen, weil Frontlongitudinal wird höchstwahrscheinlich sehr schwer, da noch einen Frontantrieb reinzuquetschen. So, Double Wishbone vorne und ja, hinten auch, würde ich sagen. Oder wollen wir hinten eine Pushrod machen? Komm, wir machen hinten eine Pushrod. Ist ja ein Supercar, da können wir sowas gerne machen. So, zum Motor. Wir haben hier natürlich keinen W16 in Automation. Also es gibt einen V16, aber den habe ich nicht. Dementsprechend nehmen wir das nächstbeste, und zwar ein V12. Wir nehmen Aluminium-Silizium-Block. Doppelt oben liegende Nockenwelle, 5 Ventile. Damit der Typ, der den Motor zusammenbaut, kompletten Ausraster kriegt, wenn er die Ventile einsetzen muss. Aluminium-Silizium-Kopf. Und ich denke mal, das passt so ganz gut zur Motorgröße. Wir sehen schon, so passt er nicht. Wir brauchen auf jeden Fall etwas weniger Bohrung. Etwas ist gut, es wird wahrscheinlich deutlich weniger werden. Ich nehme an, so um die 80. Ja genau, ziemlich genau 80 können wir fahren. Ich werde aber noch ein bisschen weiter sogar nach unten gehen, weil, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was rumexperimentiert. Ich denke mal 78,5, oder komm, wir nehmen 78, sollte ganz gut passen. Und wir schrauben den Hub nach oben. Die Sache ist nämlich, wir werden hier keinen Motor bauen, der unglaublich in die Höhe dreht. Der wird relativ niedrig drehend sein und dementsprechend sollte das schon so passen. Also niedrig drehend im Sinne von nicht über 7000 Umdrehungen. Wie gesagt, er soll niedrig drehend sein, deswegen wird das Cam-Profile auch relativ mild bleiben. Ich lasse es mal erstmal bei 40, mal sehen, ob wir es so schon lassen können. Was ich aber direkt schon mal machen werde, ist die Qualität hochschrauben auf plus 4. Und dann gucken wir, ob wir noch ein bisschen mehr brauchen. Wie gesagt, es ist ein Supercar, da soll das ganz gut passen. So, wir nehmen natürlich einen Turbolader. Und schon mal einen großen Ladeluftkühler. Ich sag mal so 1460 PS. Sollte der schon an Leistung haben. Das passt sogar alles schon soweit ganz gut. Ich mache das AR-Ratio schon mal ein bisschen nach oben. Wie gesagt, ein bisschen Laderuck brauchen wir. Und wir brauchen auf jeden Fall hier auch nochmal Laderuck. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 1,8 Bar. Und wenn wir da mehr brauchen, mache ich das auch. So, wir nehmen Direkteinspritzung pro Zylinder, würde ich sagen. Und das Ganze in der Performance-Ausrüstung. Ja, ich denke mal, das sollte passen. Und wir fahren auf 98 Oktan. So, ein Hochfluss-Cut. Einmal straight through und einmal baffled, würde ich sagen. Und ja, bisher 118 PS, das ist ein bisschen wenig. Ah, der Motor klopft aber auch wie sonst was. Den Auspuff mache ich schon mal etwas größer. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wir sind bei 858 PS und 1224 Newtonmetern. Was eine ganze Menge ist. Das wird lustig werden, das auf die Vorderreifen zu kriegen. Aber gut, ein bisschen höher dürfen wir noch drehen.
Da sollten wir noch ein bisschen Leistung rausbekommen, ja. Drehen wir mal bis 6.900 Umdrehungen, würde ich sagen. Das mögen unsere Konrads natürlich nicht ganz so sehr. Ich meine, es ist ein Supercar. Wir nehmen 6.900 Umdrehungen, ja, das passt schon. So, die größte Aufgabe wird auf jeden Fall der Turbo sein. Ich glaube sogar, wir können das RR-Ratio noch ein bisschen nach oben setzen. Ja, da bekommen wir auf jeden Fall noch einen Tacken mehr Leistung raus. Manchmal bei 910 PS. Wir sind noch ein bisschen entfernt von unserem Ziel. Gegebenenfalls muss ich doch ein bisschen mehr auf das Wastecam-Profile gehen. Vielleicht so auf 45. Wenn wir bei 940 PS. Ne? Gefällt mir noch nicht ganz so sehr. Ein bisschen mehr brauchen wir noch. Also, brauchen wir nicht, aber ich möchte. Ich glaube sogar, wir fahren noch mehr Ladedruck. Schaffen wir es auf 2 Bar? Ah, jetzt klopft er erstmal, aber wir können gleich ein bisschen mehr Sprit dazu geben. So, dann sind wir schon mal bei 950 PS. So, 984 PS. Wir nähern uns auf jeden Fall dem 1000 PS. Ich glaube, wir werden nicht allzu weit über die 1000 PS rüberkommen. Aber dafür haben wir halt Drehmoment bis zum Abbiegen. Ach du Scheiße. 1400 Newton, also fast 1400 Newtonmeter Drehmoment. Ja, unsere Reifen werden sich auf jeden Fall freuen. Oh Gott, das Ding wird so unfahrbar werden. Ich sehe es schon kommen. Mit den Bypass-Valves kommen wir direkt auf 1000 PS. Sehr schön. Ja, damit hat sich das ja schon erledigt. Sehr schön, 1004 PS. Ich gucke jetzt noch ein bisschen, ob ich ein bisschen noch tweaken kann, aber ich denke mal, viel mehr werden wir da jetzt nicht rausholen können. So, aber wir haben auf jeden Fall die 1400 Newtonmeter geknackt. Ach du meine Güte. Das wird ein lustiges Gefährt auf jeden Fall. So ein bisschen weiter lasse ich mal drehen. Bis 7000, das sollte passen. Ist immer noch relativ niedrig für so einen Supersportwagen, aber. Dann hören wir uns ihn mal an. Ich bin mal gespannt. Ja, das klingt auf jeden Fall gewaltig. ich habe echt ein bisschen Angst, aber na gut. Ich habe es mir selbst eingebrockt. So, wir nehmen hier das Buddy. Ich weiß schon, dass man an dem hier nicht allzu viel machen kann. Denn auf jeden Fall die Kotflügel schön breit machen, gerade vorne, weil wir brauchen die breitesten Schlappen, die wir nur kriegen können. Ich würde sogar fast sagen, dass ich mich erstmal diesmal um die Technik kümmere und danach ums Design. Einfach um zu schauen, ob das, was ich hier gerade mache, überhaupt so ein bisschen Sinn ergibt. Also, ja, wir nehmen schon mal den Frontantrieb. Wir nehmen ein Doppelkupplungsgetriebe, Sechsgang. Ja, Estimated Top Speed ist er bei 420 km/h. Das ist ein gutes Zeichen. Weil die 400 km/h wäre es ja schon ganz geil, wenn wir die knacken können. Das Spacing machen wir schon mal ein bisschen höher. Ein elektrisches LSD darf er haben und hier die Qualität darf auch ein bisschen höher. So, Reifen. Nehmen wir mal die Sportreifenmischung. Ich hoffe, wir kommen mit der Sportreifenmischung aus. Wenn das gar nichts wird, müssen wir die Semi-Slicks nehmen. Wir sehen übrigens auch schon ein Problem an diesem Body hier, wo ich mich später noch drum kümmern muss. Und zwar guckt nämlich der Motor hier so ein bisschen raus, beziehungsweise die Ansaugung. Ja, weil der Motor einfach zu groß ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eine relativ kleine Bohrung gewählt habe und mehr Hub, weil dadurch der Motor an sich kleiner wird und das nicht so ein großes Problem ist. Das sollte ich verborgen kriegen mit bestimmten Sachen, die ich hier auf der Motorhaube machen kann. Also da müssen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Die Reifen kommen auf jeden Fall so breit wie möglich. Wie gesagt, 335er. Und hinten würde ich auch sagen 335er. Wir könnten hinten natürlich ein bisschen weniger Grip fahren, aber na, ich glaube, das passt schon so. Wir nehmen 21 Zoll Felgen, während ich schon mal die Felgen zumindest mal auswähle. Das sieht ja scheiße aus, wenn wir jetzt mit diesen Stahlfelgen hier das machen. Nehmen wir die hier. So, zu den Bremsen. Wir nehmen auf jeden Fall eine Carbon-Keramik-Bremse vorne, 6 Kolben und 400 mm. Machen wir 400 mm. Die ist dann schön groß und das Auto bleibt dann irgendwann auch mal stehen. Hinten auch eine Carbon-Keramik, aber hinten würde er ja kaum Gewicht haben. Weil da ja nichts ist. Also da ist weder Achse noch irgendwas. Da passiert wirklich gar nichts. Ich will auch gar nicht wissen, wie die Gewichtsverteilung wird. Dementsprechend nehmen wir aber nur eine 2-Kolben-Bremse. Und so auf, sagen wir mal, 350 mm. Ist immer noch groß genug, denke ich mal. So, ein bisschen Downforce wollen wir schon haben. Deswegen nehme ich auch den Unterboden in der Downforce-Einstellung. Können wir schon mal auf so
vielleicht 30% packen. Ich denke mal, wir werden sogar ein bisschen mehr brauchen. Hier werde ich die Qualität auch schon mal ein bisschen hochschrauben, weil Aerodynamik ist wichtig, wenn wir hohe Geschwindigkeiten erreichen wollen. So, zum Interieur. Hier müssen wir nicht irgendwie sparen. Hier können wir das handgemachte Interieur nehmen und look Luxury Sat-Nav. Qualität können wir trotzdem ein bisschen hochschrauben, machen wir auf plus 3. Das sollte dann schon passen. So, die Servolenkung. Nehmen wir, glaube ich, variabel hydraulisch. Und alles mögliche an Traktionskontrollen, die es nur gibt, können wir auch schon mal ein bisschen hochschrauben. Und ich würde sogar sagen, wir nehmen die Advanced Safety diesmal. Die Advanced 2000er Safety. Die ist erstens schön schwer und zweitens wird dieses Auto hier jede Möglichkeit an Sicherheit gebrauchen, sonst wird niemand hier freiwillig einsteigen. Fahrwerksmäßig? Gute Frage. Ein Luftfahrwerk wäre ja schon lustig, gell? Aber ich glaube, wir nehmen ein aktives Sportfahrwerk und adaptive Dämpfer. Ja, und damit sind wir auch schon fertig. Bisher findet das Spiel, dass wir ein Muscle Car gebaut haben. Das ist interessant, aber gut. Ach du meine Güte, der Verbrauch ist sogar ziemlich gut. 16,5 Liter. Den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochschrauben. Gut, gewichtsmäßig gefällt es mir schon mal relativ gut. Da können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Gewicht rauskriegen können, aber schauen wir mal. Wir könnten sogar fast auf 22 Zoll Felgen gehen. Das sieht auf dem Auto echt gar nicht so groß aus und ja, Superlative, deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen echt 22 Zoll Felgen. Oh, oder auch nicht. Das Spiel scheint das nicht so zu mögen. Huch. Okay, ich verstehe, weil die Reifenbreite dann zu schmal ist. Okay. Nee, dann bei 21 Zoll Felgen. Wäre lustig gewesen, aber naja. Ach du meine Güte, wir haben im dritten Gang noch 50% Respin. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gegen ankämpfen. 4 Sekunden 0 auf 100 gehen sogar echt gut für Frontantrieb. Also, da kann man sich nicht großartig beschweren, aber. So, erster Gang bis 114 km/h. Ja, aber wie gesagt, den ersten Gang wird man so oder so nicht großartig nutzen können. Von daher sollte das schon passen. Wie sieht es eigentlich Topspeed-mäßig zurzeit so aus? 404 km/h, sehr schön. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Downforce, weil wir müssen hier auf jeden Fall in den positiven Bereich kommen. Damit wir bei der Geschwindigkeit nicht abheben. Dementsprechend mache ich hier schon mal ein bisschen mehr. Allerdings werde ich auch noch auf jeden Fall einen Diffusor und eine Frontlippe ans Auto packen. Also, dass wir werden uns nicht komplett auf den Unterboden verlassen müssen. Ich würde auch sagen, damit fange ich jetzt so allmählich an. Ich habe jetzt gesehen, das Auto funktioniert so einigermaßen. Ich wollte nur nicht, dass ich hier was baue und das komplett nicht funktioniert. Und dann, dass das Design sozusagen umsonst war. Deswegen, ja, fangen wir jetzt mal mit dem richtigen Design an. Ja, von der Frontidee gefällt mir das so schon mal ganz gut. Mit diesem kleinen Grill hier mit den zwei größeren nebendran. Da kann man, denke ich, mal was draus machen. Ganz ehrlich zu sein, ich habe designmäßig bei diesem Auto überhaupt keine Vorstellung, wie ich so ungefähr agieren möchte. Deswegen, da könnte jetzt nicht unbedingt das schönste Auto bei rauskommen, aber schauen wir mal. So, funktionieren diese Scheinwerfer hier so einigermaßen? Vom Platzieren schon mal nicht so gut. Ja, das könnte aber funktionieren. Okay, das Innendesign gefällt mir nicht ganz so gut. Da nehmen wir ein anderes. Vielleicht das hier. Das sieht ganz cool aus. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Was ist hier los? Ah, okay, jetzt. Ich muss einfach nochmal neu platzieren, okay. Keine Ahnung, was das Spiel da wollte. Aber das könnte so ganz gut passen. Auch wenn irgendwas da vorne gerade glitscht, okay. Ich hoffe, das Auto hier ist nicht verbuggt. Aber gut. Es kam auch gerade ein neues Update drauf. Wirklich eine Stunde bevor ich das hier mit angefangen habe, kam ein neues Update raus. Habe ich mich sehr gefreut. Kamen ein paar neue coole Sachen rein. Eine Sache, die neu reinkam, die kann ich euch ja mal zeigen. Und zwar können wir jetzt, gibt es hier ein neues Farbmenü. Und zwar können wir jetzt hier uns ja mal einfach eine neue Farbe machen. So, hier haben wir das. Jetzt können wir hier nämlich auch Materialien aussuchen. Wir können das ganze Auto in Chrom lackieren. Also ein bisschen mehr shiny so.
Schwarzchrom. Ich sag mal so, zum Auto würde es passen. Aber nee. Da werden wir irgendwas Normaleres nehmen. Ich hätte das Auto ja gern aus Carbon gemacht und dann hier so Sichtcarbon reingepackt. Aber wie gesagt, der wäre dann einfach viel zu leicht geworden. Das gefällt mir farbmäßig. Ja, ich glaube, so nehme ich das. Das könnte so ganz gut passen. So, genau. Durch sowas hier wird das nämlich jetzt so einigermaßen versteckt. Man sieht es noch so ein bisschen durchflimmern, aber ich glaube, das kann ich auch nicht verhindern. Aber jetzt fällt es zumindest nicht mehr so auf, dass da irgendwas ist. Ja, das ist leider das Problem. Ich nehme an, dass die Automation-Spielentwickler eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand wirklich auf die Idee kommt, bei diesem Auto hier den Motor nach vorne zu bauen und nicht nach hinten. Dementsprechend, ja, ist das leider nicht so ganz gewollt hier. Aber naja, es funktioniert das sogar einigermaßen. So, wir haben natürlich den Motor vorne, deswegen brauchen wir hinten nicht ganz so viel Kühlöffnung und so ein bisschen was möchte ich aber trotzdem reinpacken. Weil wir brauchen ja auch Bremsenkühlung und vor allen Dingen ist so mein Konzept, dass eben der ganze Motor und so vorne ist, aber alles mögliche an Kühlung, sprich Ladeluftkühler, Ölkühler, Wasserkühler, whatever, alles hier hinten platziert werden würde. Eben einfach, weil man hier vorne zu wenig Platz hat, deswegen ja, werden wir das alles so dann verteilen, dass man hier hinten auch noch was hat. Außerdem wäre ansonsten hier das Heck ein bisschen leer, wenn man hier nichts hinpackt. Von daher, irgendwas muss da halt hin. So, die Seitenmäßig gehen wir auf jeden Fall schon in eine Richtung, die sich nach vorne bewegt. Er wird auf jeden Fall sehr exquisit werden von der Optik. Wie gesagt, ich werde mich so ein bisschen an einen Bugatti Veyron oder so anlehnen. Jetzt nicht unbedingt, diese, was Design angeht, aber was bestimmte Design-Aspekte angeht, vielleicht schon so ein bisschen. Von daher, ja, hoffentlich kommt da am Ende was raus, was nicht... Was so einigermaßen anschaulich ist, sagen wir es mal so. Okay, die Idee finde ich so schon mal ganz okay, aber irgendwie ist die Platzierung noch nicht so ganz ideal. Ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das wirklich mit dem einen Intro gefällt, aber schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. So. Das könnte okay sein. Also nicht wundern, mein Konzept wäre jetzt, dass man hier so zwei weitere Abgasstränge für ein Blow-Off-Ventil oder sowas hat. Ähnlich wie ja auch zum Beispiel der Honda Civic Type R, der hat ja hinten auch drei Endrohre und das mittlere davon ist für das Blow-Off-Ventil. So, wir haben hier diese schönen neuen Porsche-Rücklichter bekommen. Die könnten auf dem sogar ganz gut funktionieren. Okay, so sieht er ein bisschen traurig aus, aber... So, bisschen weiter nach oben. So vielleicht. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. Eine kleine Lippe brauchen wir vorne auf jeden Fall auch, einfach für den Anpressdruck. Ja, das sieht okay aus. Ich glaube, das kann man so machen. Logomäßig bin ich mir noch irgendwie überhaupt nicht sicher. Ich würde ja ganz gerne an Bugatti irgendwie anlehnen. Ich weiß aber auch nicht so ganz, was ich so namensmäßig mache. Bugatti. Bugatti, Bugatti. Warum nicht? Bugatti. Oh Gott. Irgendwas ist in mir drin gerade gestorben bei diesem Namen. Naja. So, gut, trotzdem weiß ich noch nicht so ganz logomäßig, was man da macht. Vielleicht einfach nur ein B? So, hier so im Kühlergrill drin? Ja, das ist okay. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich hier gerade baue, einfach so ein Auto ist, was einfach dafür gebaut wurde, damit Superreiche irgendwas haben, um Geld auszugeben. Irgendwie so einen richtig anderen Sinn hat dieses Auto hier nicht, weil es wird weder auf der Rennstrecke sonderlich gut sein mit dem Frontantrieb, noch... Ja, wird er unglaublich stabil sein, noch, ja, das Auto wird keine so wirklichen positiven Eigenschaften haben, deswegen schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch das beste Auto werden, was ich je gebaut habe, ich weiß es nicht. Was Geschwindigkeit, also was Zeiten angeht auf der Strecke, könnte er ja sogar die beste Zeit erreichen. Ich meine, wir haben mehr als das Doppelte an Leistung als unser bisher leistungsstärkstes Auto, von daher...
Ist annehmbar vor, aber trotzdem sind meine Hoffnungen jetzt nicht allzu groß. Doch, ich muss auf jeden Fall hier nochmal diese riesige Heckklappe irgendwie aufteilen, weil das halt sieht so aus, als ob sie von hier nach da einfach so nach oben aufgehen würde, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Ja, von weiter weg sieht es so aus, als ob nur das hier aufgehen würde, okay. Wunderschön auf jeden Fall. Hinten mit dem Logo. Ach du meine Güte, ich schäme mich ehrlich gesagt immer noch für diesen schlechten Wortwitz, aber naja. Dann habe ich zumindest schon mal ein Land, aus dem das Auto hier wirklich kommt. Dann passt das schon mal ganz gut. Ja, ich glaube, ich kann optisch da jetzt nicht mehr so viel weiteres rausholen. Ich glaube, das ist okay. Eigentlich glaube ich nicht, dass es okay ist, aber es muss okay sein. So schlecht sieht er echt gar nicht mal aus. Also, es könnte deutlich schlimmer sein. Ich weiß halt nicht so ganz, nach was es aussieht. Das Heck erinnert mich echt so ein bisschen an Bugatti. Ich weiß nicht, das ist ganz okay geworden, aber die Front ist irgendwie da. Die macht irgendwie was, aber ist es okay, glaube ich. Ich glaube, da muss ich mir nicht zu große Gedanken machen. Diese Karosserieform ist echt nicht leicht zum Arbeiten, weil man hier teilweise komische Kanten drin hat, in der die Sachen nicht so richtig drin landen wollen. Da muss man dann immer drei Anläufe nehmen, bis dann irgendwas mal passt. Oh, ich hätte fast eine Tankklappe vergessen, mal wieder. Das Auto hier braucht auf jeden Fall eine Tankklappe. Ich würde sogar sagen, wir bauen zwei Tankklappen. Einfach damit man schneller tanken kann, weil das Auto hier wird wahrscheinlich gerade bei Topspeed einen nicht ganz so spritsparenden Benzinverbrauch haben. Ja, ich glaube, ich fange dann mal an, so ein bisschen mich weiter ums Auto zu kümmern und mal zu schauen, ob da am Ende was rauskommt, was man benutzen kann. Ah, Mist, wir haben nicht mehr die 400 km/h. Das müssen wir natürlich wieder erreichen, das ist wichtig. Weil das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Leute unser Auto kaufen. Einfach weil man in der Werbung schreiben kann, das Auto kann 400 fahren. Ah, wir können einen aktiven Wing sogar reinbauen, sehr cool. Bringt uns das Topspeed? Nein, es bringt uns kein Topspeed. 399 km/h, wir sind fast da. Und wir sind da, 401 km/h, sehr schön. Habe ich ein bisschen weniger Kühlung gemacht. Findet der Motor wahrscheinlich nicht ganz so gut, dass er zu wenig Kühlung hat, aber passt schon. So, an sich die restlichen Daten, schauen wir mal. 1760 Kilogramm. Na, okay, ich wollte ihn eigentlich ein bisschen schwerer haben. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, wir haben einen Bugatti gebaut mit Frontantrieb und ich denke mal, dass das Allradsystem bei dem Bugatti nicht einen kleinen Teil des Gewichtes ausmacht. Von daher sollte das schon passen. 69% des Gewichtes ist an der Front. Okay. Das wird spaßig zu fahren sein, ich sehe es jetzt schon. Ansonsten so Daten, 4 Sekunden 0 auf 100 ist okay. 1,7 Sekunden 80 auf 120 ist auch okay. Viertelmeile knapp unter 11 Sekunden, das ist recht guter Wert für Frontantrieb. Und ansonsten sieht alles soweit ganz okay aus. Ich würde mal sagen, wir schicken ihn hier auf die RFE-Teststrecke und schauen mal, was er da so kann. Boah, der Sound ist echt bestialisch. Also, der ist echt ganz geil rübergekommen. Das klingt echt wie ein absolutes Biest. Boah, und wenn er dann mal auf Fahrt kommt, ach du meine Güte. Ja, dann ballert er plötzlich nach vorne. Ich mache mir echt Sorgen mit der Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Ich hoffe, dass man die 400 km/h in PMNG überhaupt nutzen kann. Weil ich weiß, dass viele meiner Fahrzeuge, die ich auf 400 km/h gebaut habe, unglaublich instabil wurden bei solchen Geschwindigkeiten. Bei den Tests am Ende der Staffel wird es wahrscheinlich nicht ganz so sehr auf Topspeed drauf ankommen, aber vielleicht so ein bisschen. Dementsprechend, da sollte er schon seine Vorteile nutzen können. So, wir sind mit einer 1:13 durchs Ziel. Ja, die Zeit spricht auf jeden Fall dafür, dass wir hier ein Fahrzeug haben, welches höchstwahrscheinlich an der Spitze der Tabelle landen wird. Aber naja, gut, das wird sich zeigen. Ich exportiere das Fahrzeug jetzt zu BeamNG und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Und hier haben wir ihn, den Bugatti B1400. Ja, ich habe eben gerade nochmal so ein paar Kleinigkeiten geändert, wirklich nur kleine Kleinigkeiten. Die Felgen sind jetzt nochmal so teilrot lackiert, ich fand das sah ganz cool aus.
Ansonsten habe ich ein paar Kleinigkeiten am Fahrwerk geändert, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen was tut. Ich habe mal so ein bisschen auf die Anzeigen bei Automation geachtet. Ich habe so meine Zweifel, dass wir hier wirklich ein sehr potentes Fahrzeug haben, aber schauen wir mal. Das Gute ist schon mal, dass es nicht zu sehr auffällt, dass der Motor da rausguckt. Das ist, wenn man genau hinschaut, sieht man, da ist was, aber ansonsten geht das. Aber gut, ja, ich würde sagen, ich fahre mal los. Ich mache mal ganz kurz die Traktionskontrolle aus, weil ja, ansonsten passierte gar nichts. Und dann schauen wir mal. Ach du Scheiße. Okay. Man merkt auf jeden Fall, wann der Turbo einsetzt. Ach du Scheiße. Das ganze Auto wackelt. Okay. Also er ist schnell. Ist ein bisschen zu schnell. Okay. Ach du Scheiße. Warum? Ja, alles klar. Oh, Motor ist kaputt. Ups. Ach stimmt, wir haben ja einen Frontmotor, da müssen wir ja aufpassen. Ja. Ich habe echt seit Angst. Was ich mal ganz kurz ausprobieren wollte, deswegen bin ich ja auch auf der Grid-Map, ist wirklich, wie es so mit Topspeed aussieht. Ob wir den erreichen können oder ob das Auto komplett kaputt geht dadurch. Ich merke jetzt schon, der fängt an zu schwingen. Das ist eine Sache, die mir bei BeamNG öfters aufgefallen ist, wenn man versucht, hohe Geschwindigkeiten zu fahren, dass die Autos nicht sehr stabil sind. Ja, wir sind schon mal bei 350. Oh, da kommt noch ein Gang. Jetzt? Ah, nee, er versucht irgendwie in jede mögliche Richtung zu lenken. Ah. Nur nicht geradeaus. Ich weiß halt nicht, ob er mehr Anpressdruck gebraucht hätte oder. Weil wir sind auf jeden Fall im positiven Bereich. Also abheben sollte er eigentlich nicht. So, unser Airspeed ist schon mal bei. Also wir müssen aufs Airspeed achten, nicht auf den Wheelspeed. Sind wir schon mal bei 390. Aber ich glaube, das wird echt schwer werden, weiter als das zu kommen, weil ihr seht, das Auto lenkt in jede Richtung. Okay, jetzt ist er mal kurz stabil gewesen, aber nach kurzer Zeit ist er wieder weg. Nee, ich glaube, das wird nichts. Aber gut, 390 ist auch schon mal ganz gut. Ist mehr, als ich gedacht hätte. Von daher passt das schon mal ganz gut. So, die große Frage ist aber natürlich nicht, wie schnell man so auf einer Gerade fahren kann, sondern wie gut nutzbar unser Baguetti hier denn im Alltag ist. Deswegen sind wir hier an der Ostküste der USA. Und ja, ich habe Angst. Hier sind jede Menge Bäume, die nur so drauf warten, begrüßt zu werden. Aber gut. Also die Beschleunigung ist echt mega, da muss man nichts dazu sagen. Ich bin gespannt, wie er sich handymäßig so schlägt. Okay, er fährt sich sogar echt ganz okay. Er ist ziemlich agil, muss ich sagen. Vielleicht etwas zu agil, aber. Er ist auf jeden Fall nicht allzu stabil, was ich ganz gerne gehabt hätte. Man merkt auf jeden Fall, wenn die Vorderräder so ein bisschen Haftung verlieren. Also Leistung verlieren sie so schnell nicht, aber wenn die Haftung verlieren, dann, dass er eben nur noch über die Vorderachse schiebt. Ja, das ist halt Frontantrieb. Und bei 1400 Newtonmeter Drehmoment, ja, gibt es eigentlich nicht groß eigentlich was anderes zu erwarten. Boah, der ist aber trotzdem richtig, richtig schnell. Also dagegen gibt es wirklich nichts zu sagen. Ja. Hurra, Gott, ja. Da ist der Baum gewesen. Na gut, ich würde sagen, es ist immer ein guter Zeitpunkt, wenn sowas passiert, in die Testrunde zu gehen. Dementsprechend sehen wir uns dort dann gleich wieder. So, hier sind wir auf dem Automation Test Track und ihr seht auf jeden Fall,
Ich habe die roten Felgen nicht mehr. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben gerade mal ein bisschen in Automation rumgespielt, ein bisschen am Setup, ein bisschen was verändert, auf jeden Fall die Hinterachse etwas härter gemacht und auch die Räder mal ein bisschen nach außen gestellt. Es ist mir eben gerade aufgefallen, dass die ein bisschen weit im Radkasten waren. Ja, aus irgendeinem Grund hat er die roten Räder jetzt nicht mehr übernommen. Ist mir jetzt egal, wir fahren jetzt erstmal die Runde. Ich habe das eben nochmal umgestellt, weil ich schon mal versucht habe, die Runde zu fahren. Oh, ich muss gerade noch das ausstellen. Nee, aber ich habe eben versucht, schon mal die Runde zu fahren. Und ja, das Fahrwerk wollte einfach nicht so ganz, wie ich es möchte. Jetzt, ich habe schon mal eine ganz kurze Testrunde gedreht. Fährt es sich so einigermaßen okay. Es ist immer noch nicht super, aber das ist halt auch ein bisschen dem Antriebskonzept geschuldet. Aber er fährt sich ganz okay, muss ich sagen. Also, ich denke mal, wir werden hier auf jeden Fall dem Sidewinder ganz gut einheizen. Also die Zeit von der 220 sollte eigentlich absolut kein Problem sein. Aber das natürlich auch nur, wenn wir hier eine einigermaßen vernünftige Runde hinfahren. Dementsprechend, ja, liegt jetzt an mir. Und auf jeden Fall Wheel Spin wie sonst was. Das ist echt gar nicht mal so leicht zu fahren. So, mal sehen, was wir für Geschwindigkeit hier auf der Geraden erreichen. Ich weiß, wir müssen relativ früh dann auch schon abbremsen, aber wir erreichen 285 habe ich jetzt auf dem Tacho gesehen. So, viel schneller traue ich mich nicht um die Kurve. Das war jetzt schon ein bisschen arg. Ach du meine Güte, was? Okay. Gut, ja, es ist nicht allzu leicht, den hier zu fahren. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ist natürlich auch die Sache, dadurch, dass das Heck so leicht ist, haben wir unglaublich schnell Snap-Oversteer, beziehungsweise Lift-Off-Oversteer. Sprich, wenn man auf die Bremse geht, hat man einfach kein Gewicht mehr am Heck und ja, ist halt nicht ganz so toll. Hätte ich vielleicht sogar die Verteilung von der Aerodynamik ein bisschen mehr gegens Heck machen sollen, aber naja, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Ja, ich sehe schon, das wird wieder eins der Autos, wo ich etwas länger hier ransitze. Das war ja damals beim Sidewinder auch schon so. Und der hier hat halt mehr als das Doppelte an Leistung und wahrscheinlich noch viel mehr Mal an Drehmoment, aber naja. Ah, hör auf zu untersteuern. Man darf in der Kurve echt nicht auf dem Gas sein. Das ist. Er will am liebsten rollen. Eine gute Maßnahme, wie man seine Kunden vor dem Auto selber schützen könnte, wäre, dass man wie beim Bugatti, da gibt es ja diesen Speed Key, sowas hier bräuchten wir auch. Nur, der dürfte einfach den Fahrer nicht über 5000 Umdrehungen kommen lassen. Weil bis 5000 Umdrehungen ist alles okay, aber so dann ungefähr kommt halt der Ladedruck und dann ist Schicht im Schacht. Oh, viel zu viel Wheelspin. Muss auch mal versuchen, ein bisschen weniger zu stempeln. Das war auch schon viel besser. Aber trotzdem natürlich wieder früh genug bremsen. Geht das so? Ah, nicht mit dem Heck kommen, nicht mit dem Heck kommen. Ah! Diese Kurve mag der Bugatti nicht. Trotzdem ist es auf jeden Fall gut, dass das Fahrzeug hier Frontantrieb hat, weil wenn es das nicht hätte, dann würde es alle anderen Fahrzeuge einfach komplett in Schicht und Schacht fahren. Von daher, ja, ist das schon ganz gut fürs Balancing. Aber eben nicht für die Fahrbarkeit des Fahrzeugs selber. Das Fahrzeug wird mir auf jeden Fall einige Kopfschmerzen bereiten, wenn es dann um die Tests geht, weil da muss ich das Fahrzeug ja auch fahren. So, wieder bremsen. Diesmal bitte nicht komplett ausrasten. Okay, das war besser. Ah, hier bei 250 bremse ich schon mal. Ja, ich glaube, das war auch ganz gut. Er ist gripmäßig okay. Okay, wenn er nicht untersteuert. Ah, das lasse ich jetzt drin, ist mir jetzt egal. Es ist ganz merkwürdig, das Handling, weil
man rechnet eben damit, dass er untersteuert, wenn man auf dem Gas ist, aber teilweise untersteuert er eben auch, wenn man nicht auf dem Gas ist. Und wenn er nicht auf dem Gas ist, dann übersteuert er manchmal eben auch. Das ist echt nicht gerade das beste fahrendste Fahrzeug. So, letzte Kurve. Komm rum. Und beschleunigen. So, wir sind im Ziel. Mit einer 2.13.656. Ja, wir sind 7 Sekunden schneller als der Sidewinner. Es ist nicht viel, wenn man sich überlegt, wie viel mehr Leistung wir haben. Weil selbst leistungsgewichtsmäßig, der Sidewinner war ja jetzt nicht das allerleichteste Auto. Aber gut, wir sind auf jeden Fall angekommen. Also zum Stehen gekommen sind wir ja nicht mehr, wir sind voll gegen die Wand geklatscht. Aber ja, das hier ist er, der Bugatti. Ich muss sogar sagen, ich bin überrascht, dass er sich überhaupt so gut fahren lässt. Ich glaube, das hätte noch schlimmer enden können. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Fahrzeug werden für die Vergleiche, weil, ich sag's mal so, auf Topspeed und so, wird dann natürlich alles andere in Grund und Boden fahren, wenn er den Topspeed erreicht und nicht komplett außer Rand und Band gerät. Aber naja, wie auch immer, das hier ist der Bugatti, ich hoffe, er gefällt euch. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Tiger 15, aka der Fossibär. Tschüss.